der Karl-Kübel-Stiftung in Bensheim. Er ist dort zuständig für das Thema Entwicklungszusammenarbeit. In den Projekten der Stiftung steht das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. Einerseits mit der ökologischen Dimension, aber ganz besonders eben auch mit der sozialen, wirtschaftlichen Dimension. Und Herr Thiepe sucht jetzt gerade noch seine Präsentation aus. War erst vor kurzem, hat man mir gesagt, direkt vor Ort in einem der Projekte der Karl-Kübel-Stiftung. Es ist weit weg von hier. Ich hoffe, der ein oder andere Ansatz, der dort verfolgt wird, auch in der Entwicklungszusammenarbeit, mag auch hier vielleicht in Zukunft relevant sein. Das ist natürlich regional bzw. auch klimatisch nochmal eine ganz andere Region bzw. auch eine ganz andere Herausforderung. Aber so ein paar Themen, denke ich, haben auch Relevanz, die möglicherweise hier in Zukunft mal mitgedacht werden können. Ja, Karl-Kübel-Stiftung in Bensheim. Ich komme von der Bergstraße. Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie, ich wurde gerade schon gefragt, ist nicht so ganz bekannt hier. Die Karin Lichtblau, die war im letzten Frühjahr 2018 mal mit mir in Indien. Wir kennen uns über den Stiftungsverband Südhessen, wo wir gemeinsam Mitglied sind. Und da haben wir uns zusammen mal Projekte von uns in Indien angesehen. Darüber kennen wir uns, darüber hat sie mich angesprochen, hier mal dabei zu sein. Am heutigen Abend nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Karl-Kübel-Stiftung, eigentlich eine Stiftung, die aus einer Unternehmensgründung stammt. Karl-Kübel war Unternehmer, hat so dieses IKEA-Modell in der Möbelindustrie groß gemacht, bevor IKEA es wirklich übernommen hat, dieser Systemmöbelbau. Und das Unternehmen ist im Grunde genommen nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden mit in den höchsten Zeiten 4000 Mitarbeitern in der Region hier um Bensheim herum. Und er hat das Unternehmen dann 1972 verkauft, den Erlös in die Stiftung eingebracht und das ist heute noch unser Grundkapital. Wir unterstützen Projekte in Deutschland, auch schwerpunktmäßig in Hessen im Bereich der Familienförderung. Und es war ihm immer wichtig, über den Tellerrand zu blicken und auch international zu fördern, um Familien zu ermöglichen, ihre Kinder möglichst optimal zu, ja, groß zu ziehen. Das ist kurz der Hintergrund der Stiftung. Ich bin in der Stiftung verantwortlich für den Auslandsbereich und darüber möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen. Ja, das ist nochmal Herr Kübel, 2006 verstorben, in relativ hohem Alter. Also er hat wirklich dieses Unternehmen aus dem Nichts hochgebracht. Also er hat sich mit 23 Jahren selbstständig gemacht, mit 14 Jahren in die Lehre gegangen als Kaufmann und hat dann im Grunde genommen dieses relativ große Unternehmen aufgebaut und verkauft. Ja, und er will eben dazu beitragen, dass Eltern in umfänglichem Sinne Nährboden für ihre Kinder sein können. Ja, ich habe mich nochmal mit den Zielen beschäftigt, die Sie ja auch bei dem Projekt Wald handeln, definiert hatten, Vermittlung von Wissen in Bezug auf die SDGs. Ich hoffe, dazu kann ich ein bisschen beitragen. Kenntnisse der Zielgruppe, das sind Sie alle, das sind Schülerinnen, Schüler, Öffentlichkeit, darüber ein bisschen signifikanter sein. Ich hoffe, dazu kann ich auch ein bisschen dazu beitragen. Nochmal zum Thema Wald, Vegetation, wir haben gerade schon viel darüber gehört. Hier sieht man nochmal das, was der Herr Kastner auch schon gesagt hatte. Wir haben einen signifikanten Rückgang der Waldflächen hier in Afrika. Das sind die Zahlen für Afrika zwischen 1990 und 2015. Hier sind die Zahlen für Asien, also durchaus ein sehr stabiles, leicht wachsendes Waldbestand. Europa, ja, ist gewachsen, ist im Moment auf Null. Nord- und Zentralamerika ist auch relativ ausgeglichen, aber dann hier auch nochmal Südamerika, massive Rückgänge der Waldbestände, wie wir sie hier sehen. Zum Thema Indien. Indien ist immer noch einer der
10 Staaten mit den größten Waldbeständen weltweit, liegen an Nummer 10 mit 68 Millionen Hektar. Und in Indien haben wir einen Waldzuwachs. Das heißt, die indische Regierung wie auch ja, andere Organisationen in Indien tragen dazu bei, dass seit in den letzten Jahrzehnten der Waldbestand zugenommen hat. Aber wir sehen auch, wenn wir in Indien jetzt mal uns den Waldbestand und die Verteilung ansehen, die Waldbestände 2015 hier natürlich Himalaya, auch hier im Nordosten und hier in den Gebirgsregionen, aber wir sehen auch hier große Flächen. Natürlich hier sind die Wüstengebiete von Rajasthan, hier ist das Indus-Ganges-Tiefland mit Delta, hier sind die großen Deccan-Hochflächen. Das sind alles Flächen, die sehr stark landwirtschaftlich genutzt werden und abgeholzt wurden. Beziehungsweise in den Wüstenregionen war natürlich insgesamt relativ wenig Waldbestand nach unseren Vorstellungen. Ja, ich möchte Ihnen als einen, sage ich mal, positiven Ansatz der Wiederherstellung von Vegetation und vor allen Dingen auch von Wasserressourcen einen Projektansatz vorstellen, den im Grunde genommen der in Indien seit 25, 30 Jahren implementiert wird, der ursprünglich auch europäische Wurzeln hat, das sogenannte Watershed Management. Das hat im Grunde genommen ein Schweizer Missionar, der Pater Hermann Bacher, den es auch noch gibt. Der lebt mittlerweile wieder in der Schweiz, hat aber lange Zeit in Maharashtra in Indien gelebt, entwickelt über lange Jahre. Und er wird auch noch weiterentwickelt, wo es darum geht, wirklich degradierte Flächen wiederum in Nutzung zu bringen durch Watershed Management, heißt einen integrativen Ansatz zur Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten. Und das ist sicherlich auch etwas, was hier relevant wird oder sein kann, auch in Zukunft. Und das möchte ich Ihnen eigentlich nochmal kurz vorstellen als ein Beispiel, wie eben über eine gezielte Bewirtschaftung von Wasser und Vegetation im Grunde genommen ja fast verwüstete Gebiete wieder hergestellt werden können. Und wenn wir hier nochmal die nachhaltigen Entwicklungsziele sehen, dann betrifft das Armutsreduzierung, Hungerreduzierung, Geschlechtergerechtigkeit, dann auch das Thema Wasser und das Thema Klimaschutz und das Thema auch erneuerbare Energien. All diese Aspekte der nachhaltigen Entwicklungsziele sind in diesem Projekt mit gedacht im Grunde genommen. Und wir begeben uns jetzt in eine Region in Indien, im zentralen Deccan-Hochland, nämlich in den Jalna-Distrikt. Hier sehen wir die verschiedenen Klimazonen Indiens, ist jetzt nicht so relevant, aber im Grunde genommen ist es eine aride Region. Eine aride Region heißt, wo die Verdunstung den jährlichen Niederschlag übertrifft, also eigentlich ein Wasserdefizit herrscht. Und ich habe hier nochmal die Klimadaten für Jalna und Bensheim zusammen gegenübergestellt. Wir haben hier, muss ich sagen, eine andere Skalierung als hier. Aber wir sehen hier in Jalna, dass die blauen Balken sind die Niederschläge pro Monat. In Jalna hier die ausgeprägte, und das ist eigentlich für viele Regionen Indiens, diese Monsun-Niederschläge, die im Grunde genommen in 5 Monaten des Jahres den kompletten Jahresniederschlag bringen. Der Jahresniederschlag, ich sagte, die Skalierung ist anders. Hier in Bensheim sehen wir, ist übers Jahr relativ gleichmäßig verteilt. Wir haben auch unseren kleinen Monsun hier im Juni und Juli, aber das schlägt nicht so aus wie hier in Jalna. Aber wir haben eine andere Skalierung und wir sehen, also in der Summe sind die Niederschläge gleich. Wir reden über Niederschläge, die zwischen 650 und 700 mm sind. Wie gesagt, die Skalierung ist anders, weil wir hier wesentlich höhere Monatsniederschläge haben als maximal in Bensheim. Und wir sehen hier unten die Temperaturkurve, für viele wahrscheinlich hinten nicht zu sehen. Hier starten wir bei 0, hier starten wir bei 20 Grad.
Das heißt, hier in Jalna haben wir in den Monaten vor dem Monsun, also April, Mai und März, Tagesdurchschnittstemperaturen von über 30 Grad. In Bensheim fangen wir hier bei 0 an und gehen mal gerade an die 20 Grad Marke im Durchschnitt. Also das heißt, dadurch ist dieses Aride, das heißt bei gleichen Jahresniederschlägen, ein deutlich anderes Klima, eben aufgrund der hohen Verdunstung und der Temperatur. Ja, was bedeutet das oder was hat das in der Vergangenheit für die Landwirtschaftung bedeutet? Also wir hatten eine extensive Ackerwirtschaft, das heißt zum Teil auch mit sehr antiquierten Nutzungsformen. Wir hatten eine Überweidung, wir hatten unkontrollierten Holzeinschlag. Das heißt, all das zusammen, die Ackerbewirtschaftung, Übernutzung bzw. unkontrollierte Weidewirtschaft, Holzeinschlag hat dazu geführt, dass Bodenerosion, Bodendegradierung und sinkende Grundwasserspiegel stattgefunden haben. Bodenerosion, Grundwasserspiegel sinkend heißt, landwirtschaftliche Erträge gehen zurück, Verarmung der Bevölkerung, Abwanderung in Städte, was wir eben bekannt sehen in Indien oder gesehen haben, Abwanderung in die großen Städte. Das heißt, dort Slumbildung und auf der anderen Seite auf dem Land eben rückgehende Erträge. So, was bedeutet dieser Ansatz des Watershed Management? Heißt, man versucht, die Menschen zusammenzubringen und zu sagen, wir müssen den unkontrollierten Holzeinschlag beenden, wir müssen die unkontrollierte Beweidung reduzieren oder im Grunde genommen einstellen. Die Menschen müssen sich in Solidargemeinschaften zusammenfinden und gemeinsam ehrenamtliche Arbeit leisten. Und sie müssen sich auch zu Spar- und Kreditgruppen zusammenfinden. Das sind die wesentlichen Elemente, Grundelemente, die erstmal vorausgesetzt werden, um dort überhaupt ein Projekt im Bereich Watershed Management zu beginnen. Alle müssen mitmachen, denn wenn im Grunde genommen ein gesamtes Dorfgebiet hier in eine alternative Nutzung überführt wird, macht es keinen Sinn oder müssen alle mitarbeiten und müssen alle auch ihre Landflächen in dieses gemeinschaftliche Konzept mit einbringen. Und was bedeutet dieses gemeinschaftliche Konzept? Heißt, man geht wieder her. Hier sehen wir degradierte Flächen. Im Grunde genommen ist hier kein Anbau mehr möglich. Und hier ist so schematisch mal aufgezeigt, was gemacht wird. Man terrassiert diese Felder, man baut hier kleine Staudämme ein. Eben das Vieh wird in den Dörfern gehalten, reduziert und in den Dörfern nur noch in Ställen gehalten oder aber nur kontrolliert beweidet. Man legt hier Erdwälle an, bepflanzt diese und da kommt das Thema Aufforstung wieder ins Spiel. Und beziehungsweise legt hier alternative Nutzungen an. Damit reduziert sich insgesamt der oberflächliche Wasserabfluss, also was wir hier mittlerweile auch sehen in den Sommern, zum Teil gewitterige Starkregen, was wir gerade in den Alpen sehen, diese Abgänge von Muren, das ist ja alles durch die hohen Niederschläge in kurzer Zeit bedingt. All das versucht man hier, was hier in Indien auch massiv passiert, in den Monsunmonaten hier zu stoppen. Das heißt, hier auch dazu beizutragen durch diese Terrassierung, dass mehr Wasser wirklich langsam in den Boden einsickern kann und damit Grundwasserspiegel erhöht. Auf den Feldern Nutzpflanzen, aber auch Baumpflanzungen und damit im Grunde genommen ein System anzulegen, was dazu führt, dass das Wasser, was innerhalb kürzester Zeit relativ konzentriert in wenigen Monaten fällt, nicht abfließt, sondern komplett in dem Einzugsgebiet bleibt, wo das Wasser auch fällt. Hier habe ich mal einen, ich hoffe, der funktioniert jetzt, der so zeigen soll. Wir haben das mal
filmen lassen. So, und hier sehen wir jetzt mal das Ganze aus der Vogelperspektive, wie so ein Watershed aussieht. Wir sehen hier erstmal diese ganzen Terrassierungen, die angelegt werden, alles von Hand. Hier wird keine Maschine eingesetzt, sondern das müssen die Leute alles selbst machen. Hier werden die Felder angelegt, hier werden so Kammern angelegt, damit das Wasser, was hier auf den Feldern fällt, hier auf den Feldern einsickern kann. Es werden Erddämme gemacht, es werden hier auch nochmal Dämme hier in den Talniederungen angelegt. All das wird so in der Trockenzeit angelegt, damit in der Regenzeit das Wasser hier wirklich in den Boden einsickert. Und ich habe jetzt mal noch ein paar Bilder, die zeigen, das waren jetzt Bilder aus dem Frühjahr, ich muss da nochmal gucken. Also im Grunde genommen, das Projekt hat 2017 begonnen und deckt eine Fläche von knapp 1300 Hektar ab. Und die werden hier auch, also die Planung für solche Projekte wird zusammen mit der Bevölkerung gemacht. Die wirklich hier für jedes einzelne Feld, die hier eingetragen sind, werden Maßnahmen vorgesehen, um die Felder eben für dieses Watershed-Management vorzubereiten. Und Sie sehen auch hier im Kleinen, hier sind die verschiedenen Organisationen mit genannt, hier dieses German Indian Corporation, das heißt, das wird unterstützt auch vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das ist die lokale Organisation und das ist unser Logo da drauf. Aber es wird auch unterstützt von der Regierung von Maharashtra, also von der Landesregierung des Bundesstaates, in dem das stattfindet. Also auch die indische Regierung hat ein hohes Interesse daran, im Grunde genommen diese Maßnahmen umzusetzen und damit auch die Landflucht zu stoppen, beziehungsweise dann auch die Produktion auf dem Land wieder zu erhöhen. Hier nochmal die Bilder, wie ich sagte, März, April 2018. März, April haben wir gesehen, in der Trockenzeit. In der Trockenzeit werden diese ganzen Strukturen hier angelegt und Sie sehen, hier wird wirklich eine ganze Landschaft umgekrempelt. Und das geht nur, wenn wirklich jeder Eigentümer dieser Parzellen mitmacht. Es macht keinen Sinn, wenn hier plötzlich Bereiche fehlen, wo Großgrundbesitzer machen wir sowieso nicht, aber wo ein Besitzer sagt, hier, ich mache nicht mit, ich bin nicht dabei. Also wenn, dann muss sich wirklich ein gesamtes Dorf zusammenfinden und sagen, wir machen alle mit, denn sonst funktioniert das nicht. Wie gesagt, das ist alles von den Dorfbewohnern selbst in Handarbeit hier angelegt worden. Wir machen die Beratung, wir machen das technische Know-how, das wir reingeben. Und Sie werden nachher sehen, wie gesagt, das ist März, April 2018. Hier sehen wir nochmal die ganzen Maßnahmen. Das wird also sehr detailliert und ja, im Grunde genommen wie ein Masterplan gemacht, der über das ganze Dorf gelegt wird. Hier sehen wir noch den alten Baumbestand. Hier sind wir jetzt in den oberen Bereichen. Diese oberen Bereiche werden alle wieder aufgeforstet. Hier nochmal diese Abflussrinnen, die verbaut werden, die wir vorhin in dem Schema gesehen haben. Hier unten in den Feldbereichen, wo Kammern angelegt werden, wo sich das Wasser einfach sammelt, was dort in kurzer Zeit fällt. Und hier knappe 4-5 Monate später in der Monsunzeit diese Aufnahmen. Wir sehen hier die Wasserspeicher, die angelegt worden sind, sind voll. Wir sehen hier die Kammern sehen wir hier noch, ja? Aber wir sehen, das Land ist grün. Das heißt, innerhalb, und hier sehen wir auch nochmal die kleinen Wasserspeicher, die angelegt worden sind, hier die Steinmauern, das sind keine gemauerten, sondern wirklich mit Steinen gelegte Gabionen im Grunde genommen. Hier sind auf dem Hügel, den wir gesehen haben, sind 17.500 Baumsetzlinge gepflanzt worden. Verschiedene lokale Arten, eben Nutzhölzer, die aber klimaresistent sind. Das ist zum Teil Teak, das ist ein Teakbaum hier, Neem, andere Sorten. Auf 62 Hektar, also die Hügelgebiete werden alle aufgeforstet.
aber eben mit Nutzpflanzen, die dann auch langfristig Ertrag bringen. Die Hügel werden gemeinschaftlich bewirtschaftet, das heißt, das sind nicht in Individualbesitz, sondern die Hügel sind in der Regel in Besitz der Forstverwaltung, die aber dann an die lokalen Gemeinden übergeben werden in dem Management. Also all das wird in Gemeinschaft gemacht. Hier sehen wir nochmal diese Kammern, die entlang der Berge gezogen werden, wo sich das Wasser sammelt. Hier eben während, also das ist schon dann wieder vollgelaufen in der Regenzeit. Wir sehen auch, wie schnell und üppig das dann auch wirklich Vegetation hervorbringt. Hier nochmal diese Gabionen, also verschiedenste Maßnahmen hier nach der Regenzeit, die dann unmittelbar greifen. Und hier, das sind dann Farmer, die jetzt schon eben auch kurz danach schon wieder sehr intensiv Landwirtschaft betreiben können. Das heißt hier beispielsweise Tomatenkultivierung, hier das ist ein Mangobaum, der gepflanzt worden ist, Okraschoten, also im Grunde genommen, oder hier auch nochmal Tomaten, innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit sind diese Effekte des Watershed Management einfach zu sehen. Hier sehen wir auch nochmal, um wirklich auch nachweisen zu können, wissenschaftlich, was sich da tut. Einer der Effekte ist natürlich der Grundwasserspiegel, und der Grundwasserspiegel zeigt sich sehr direkt in der, ob Brunnen gefüllt sind oder auch nicht. Es ist wahrscheinlich von hinten sehr schwer zu erkennen, aber hier ist ausgewertet zwischen März 2018 und März 2019 der Anstieg der Grundwasserspiegel sehr signifikant. Auch die Beweidung ist eben keine freie Beweidung mehr. Was auch gemacht wird, Einführung erneuerbarer Energien, um auch wiederum Holzeinschlag zu reduzieren. Und ja, wie gesagt, hier sehen wir den ganzen Bereich des Berges, das wir vorhin gesehen haben aus der Vogelperspektive in der Trockenzeit, hier nach der Regenzeit, das ist einfach grün. Und hier haben wir so eine Auswertung mal über die letzten 20 Jahre. Hier sieht man auch nochmal sehr schön, wie über die Jahre mehr und mehr Land hier in Kultivierung übernommen wird, ganzjährig oder saisonal. Das heißt, hier sind die verschiedenen Anbauprodukte genannt und die Erträge. Hier oben, was ganz wichtig ist, hier steht Tanker Free. Das heißt, früher musste dieses Dorf zwischen Februar und Juni, also in der Trockenzeit, in der heißen Zeit, mit Tankern, also mit Traktoren, die große Wassertanks hinten drauf hatten, versorgt werden. Jetzt sind die alle Tanker Free. Das heißt, die brauchen keine Wasserversorgung mal von außerhalb, um nur das Trinkwasser sicherzustellen. Ne? Das heißt, das hat natürlich auch, zurück zu unseren Stiftungszwecken, enorme Auswirkungen auf die Ernährung, auf die Gesundheit der Menschen gehabt, vor allen Dingen der Kinder, und vor allen Dingen, was hier auch aus den Zahlen ersichtlich ist, sehr wenig Anbau in dieser Zeit vor der Watershed-Management-Maßnahmen. Das heißt, früher mussten die Menschen abwandern. Das heißt, in der Zeit, wo kein Anbau möglich war, sind diese Menschen abgewandert. Das heißt, die haben zum Teil ihre Kinder über Monate mitgenommen. Die sind aus der Schule, dann heißt, wenn sie zurückgekommen sind, keinen Anschluss mehr in der Schule gefunden und damit Kinderarbeit und Schulabbruch. Also das für uns ist immer das ein Vehikel letztendlich dazu, eben bessere Entwicklungschancen für Kinder zu schaffen. Also das ist für uns an dieser Stelle nochmal ganz wichtig. Aber ich wollte Ihnen einfach zeigen, wie so etwas funktionieren kann, wie im Grunde genommen eine in Anführungszeichen verwüstete Landschaft wieder zurück in eine Kulturlandschaft umgewandelt werden kann, mit heutzutage auch Wiederaufforstung. Diese Aufforstungsflächen werden, wie gesagt, gemeinschaftlich bewirtschaftet,
aber auch gemeinschaftlich geschützt. Also es sind sehr harte Strafen, wenn hier irgendjemand mal seine Kuh da frei laufen lässt. Die werden zur Rechenschaft gezogen und auch bestraft. Ja, das war es eigentlich zu meinem kleinen Input, vielleicht zu einem positiven Beispiel, wie im Grunde genommen, was ich sagte, Landschaft wieder regeneriert werden kann, Wirtschaft wieder regeneriert werden kann. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal ein kleiner Hinweis. Ich habe es hinten ausgelegt, wir machen noch eine Projektreise im Februar 2020. Wer noch interessiert ist, kann sich gerne noch anmelden, wo wir auch Teile von Landwirtschaftsprojekten sehen werden. So, und damit ist erstmal mein Teil erledigt. Ja, vielen lieben Dank für den sehr inspirierenden Vortrag aus einem Land, das heute mit Problemen von Trockenheit kämpft, von denen die eine oder anderen, vielleicht nicht genau in der Form, aber durchaus als Probleme auch bei uns auftauchen. Jetzt wieder kurz die Möglichkeit für kurze Verständnisfragen. Wenn Sie größere Fragen haben, die eine größere Diskussion erfordern, merken Sie sich, schreiben Sie sich auf für die Podiumsdiskussion, aber kurze Verständnisfragen. Ja. Ihre Erfolge der Dargestellten haben jetzt ein Referenzjahr genommen, wo nur halb Ihr Leben erfolgt. Ich gesehen. Wäre es nicht sinnvoller, da vielleicht ein anderes Jahr als Referenz zu nehmen? Ja, Sie haben aber auch Sie haben gut hingeschaut, ja. Sie haben aber auch gesehen, dass wir arbeiten natürlich mit Zahlen, die wir jetzt aus Indien bekommen. Egal. Sie haben aber auch gesehen, dass da nochmal unten ein Vermerk war. Auch in anderen Jahren ist das durchgehend ähnlich gewesen. Ja. Aber wir sehen auch das Mikroklima. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Durch diese Maßnahmen haben wir natürlich auch ein anderes Mikroklima. Die Temperaturen gehen leicht zurück, weil wir eine stärkere Vegetation haben. Wissen wir hier auch, wenn wir im Wald unterwegs sind oder auf freier Fläche, die Temperaturen gehen zurück. Das heißt, wir haben nicht mehr diese extrem hohen Temperaturen, die wir noch hatten, als wirklich überhaupt keine Vegetation da war. Das heißt, wir haben auch eine Auswirkung auf das Mikroklima. Vielen Dank. Hier vorne noch eine weitere Frage. Thema Vielfalt der Ernährung einerseits für die Menschen dort, aber auch die Möglichkeit wirklich sozusagen Cash Crops, also die Tomaten, die wir gesehen haben, oder die Okraschoten, das sind jetzt Produkte, die aus dem Dorf heraus verkauft werden können und damit auch der Bevölkerung Einkommen bringen. Ja. Also das trägt nochmal zu einem dieser Entwicklungsziele bei Ernährung, aber auch Einkommen. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Eine letzte Frage. Und dann gehen wir weiter. Gibt es eine Vorbildfunktion für die Regionen drumherum? Ja, also das ist in der Tat so, dass dieser Entwicklungsansatz wird mittlerweile in 7 indischen Bundesstaaten gefahren, also nicht nur unmittelbar in der Region drumherum. Die Organisation hat 1,5 Millionen Hektar sag ich mal, bewirtschaftet oder beziehungsweise durch diesen Entwicklungsansatz wieder zurückgeholt. Und die Organisation arbeitet mittlerweile auch in Afrika. Das heißt, dieses Know-how, was da generiert worden ist, wird in all anderen ähnlich strukturierten Zonen auch angewendet. Das heißt, wir haben Multiplikationseffekt weit über diese Projektregion hinaus. Ja. Vielen lieben Dank. Weit hinaus ist das Stichwort. Wir schlagen jetzt einen sehr weiten Bogen.